Der dreht gerade durch, weil er filmt, dass er sich ein neues Auto gekauft, geleast hat. Und das provoziert ihn. Digga, mich provoziert das als Zuschauer, dass er sagt, er kauft sich das Auto, angeblich, und sagt jetzt auf einmal, ich hab mir das geleast. Ich hab's nicht gekauft, ich hab's geleast. Das heißt, von Anfang an war sein Prank einfach fake. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in the two. Okay, das ist lustig. Oh, shit. Ich glaub, ich hab sie verletzt ein bisschen, Leute. Egal, weiter geht's. Warte, komm mal hier rechts kurz. Ja, hier sind so für ein cooles Video. Aber für ein cooles Video ist kein Prank, Brudi. Natürlich ist kein Fake, Digga. Ja, also ganz viele. Guck mal hier, der Teddy und so, ganz viele Stofftiere. Können wir uns was aussuchen? Ja, such dir am besten ein Stofftier aus. Der ist auch krass, Alter. Ja, so vielleicht ausstopfen oder da reingehen oder so, weißt du? Ja, also. Ja. Boah, was krass. Ist das der hier? Geil. Ist das der hier? Warte mal. Kann man nur so dumm sein. Ja, schön. Viel Spaß mit deinem Drecksauto. Was geht's ab, Freunde? Heute werden wir Philipp pranken. Es wird heute so lustig. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich bin so mega gespannt auf seine Reaktion. Ihr habt's wahrscheinlich schon im Titel. Abonnier nicht völlig. Gesehen. Heute werde ich Philipp pranken. Ich werde ihm sagen, dass ich mir angeblich dieses Auto hier gekauft habe. Und das Ding ist, Freunde, ich bin so gespannt auf Philipps Reaktion, weil das hier ist auch ein Auto, was Philipp richtig, richtig geil und cool findet. Er meinte das mal zu mir. Ich kann euch mal zeigen, was für ein Auto das ist. Für die Leute, die es interessiert, das ist ein GLE 400 von Mercedes. Und das Auto ist echt heftig. Und es ist auch mega teuer. Also so ein Auto würde ich mir wahrscheinlich niemals holen, Freunde. Guckt euch das mal an. So sieht das Auto aus von innen. Es sieht so heftig aus. Und wir werden einfach gleich Philipp pranken und ihm sagen, dass ich mir angeblich das Auto geholt habe. Ich kann es einfach mal von vorne. Oh Gott. Da muss ich einen Schluck Wasser nehmen. Lustig. Geil. Ich habe mich so amüsiert die Minute jetzt. Oh. Zeigen. So sieht das Auto von vorne aus. Das Auto ist auch richtig groß. Ihr seht das wahrscheinlich gar nicht auf der Kamera. Aber man sitzt da auch richtig hoch drinne und so. Und wie gesagt, und Philipp meinte mal, dass das Auto richtig krass findet. Und ich werde ihn heute ein... Was meinte Philipp? Ich hab das akustisch nicht verstanden. Hau nochmal zurück. Nee. Einfach damit pranken, dass ich mir angeblich das Auto gekauft habe. Es ist so krass. Wartet, ich setz mich einfach schon mal ins Auto. Einen Moment. Es geht, Faradin. Moin. Ich würde sagen, wir machen das Auto einfach mal an und dann fahren wir das Auto gleich einfach mal vor. So. Okay. Das Auto ist an und dann machen wir mal die Tür zu. Guck mal, man kann so. Ich gönn jeden. Digga, das, was er verdient. Ja, ich hab gerade schon das Video aufgenommen. Hab ich mir geleast. Für 2 Jahre ist das jetzt meiner. Nimmst du gerade wirklich auf? Ja. Nimmst du gerade wirklich auf? Oder nimmst du gerade wirklich auf? Nimmst du gerade auf? Wirklich? Du als YouTuber nimmst jetzt auf? Ich dachte, dass da jemand falsch geparkt hat. Nee, das ist meiner. Verarsch mich jetzt nicht. Sorry, dass ich so auf stoppe, aber wie unlogisch ist das bitte? Ich dachte, dass da jemand falsch geparkt hat.
Ich dachte, dass da jemand auf unserem Büroparkplatz falsch geparkt hat. Nee, ernsthaft? Wo ist der Schlüssel? Hier, warte. Jetzt erfreu dich doch mal! Was geht, das Benjamin? Das Auto sollst du dir geholt haben. Geile Kannst Karre, oder? Du kannst die scheiß Kamera ausmachen. Du willst jetzt wirklich ein Video machen. Und warum, Digga, woher hast du das Auto? Von hier Mercedes oder was? Fehlt nur noch, dass RTL anruft. Und sagt, ich darf deren Content nicht streamen. Wir? Von unserem Mercedes? Das Auto von... Ja. Ja, und was ist daran jetzt so geil? Hä, bist du dumm? Das Auto ist voll geil. Jetzt freu dich doch mal. Kannst du mal aufhören zu filmen? Ey, Junge, das ist für das Video. Jetzt freu dich mal fürs Video. Warum fragt er darum, warum er filmt oder dass er aufhören kann zu filmen, Digga? Die machen das hauptberuflich und er fragt, warum filmst du? Hör auf zu filmen. Vor allen Dingen, ich guck mal weiter, Digga. Mal gucken, ob es Sinn ergibt. Ich soll mich jetzt fürs Video freuen, dass du dir so eine Karre gekauft hast. Ja, nicht gekauft, geleast. Hä? Eben hat er doch noch gesagt am Anfang, Leute, ich hab mir das Auto gekauft. Und ich werde ihn jetzt pranken, dass ich das Auto gekauft habe. Und jetzt sagt er, er hat es geleast. Das ist ja ein 1A-Prank, der geht voll auf. Ich soll mich jetzt fürs Video freuen, dass du dir so eine Karre gekauft hast. Ja, nicht... Nicht gekauft. Gekauft, geleast. Geleast? Was kostet das? Warum machst du so eine Scheiße? Kannst du mal aufhören zu filmen? Hey, jetzt entspann dich doch mal. Ja, was ist denn... Was ist denn da? Kannst du mal aufhören jetzt zu filmen? Ist das gerade sein Ernst? Der dreht gerade durch, weil er filmt, dass er sich ein neues Auto gekauft, geleast hat. Und das provoziert ihn. Digga, mich provoziert das als Zuschauer, dass er sagt, er kauft sich das Auto, angeblich, und sagt jetzt auf einmal, ich hab mir das geleast. Ich hab's nicht gekauft, ich hab's geleast. Das heißt, von Anfang an war sein Prank einfach fake. Ja, setz dich mal rein, komm. Setz mich gar nicht in das Auto rein. Was soll denn so eine Scheiße jetzt? Wann hast du das denn gemacht? Weißt du, kannst du mal aufhören jetzt zu filmen? Es nervt mich. Der, wie cringe ist das denn? Also man merkt auf jeden Fall, dass der Prank abgesprochen ist. Dass der Prank abgesprochen ist, aber so schlecht geschauspielert habe ich noch nie ein Video gesehen. Also von großen YouTubern. Ja, großen YouTubern. Wie groß ist er? Wie viele Abonnenten? 368.000. Das ist typisch YouTube. Die kleinen, ich sehe immer wieder auf YouTube kleine YouTuber, die geben sich so viel Mühe, machen so geile Videos und sowas kriegt Aufmerksamkeit. Puh. Gut, ich gebe auch gerade Aufmerksamkeit drauf, aber... trotzdem. Ja, und was ist jetzt bitte an diesem Auto? Ey, du meintest doch, dass du den voll feierst. Ja, natürlich feiere ich dieses Auto. Aber wenn man sich's leisten kann. Ja, das Ding kostet nur 800 Euro im Monat. Kannst du mal jetzt bitte aufhören zu filmen? Was soll denn so eine Scheiße? Bruder, also... Mache die Kamera jetzt bitte aus. Mach jetzt die Kamera aus! Was hast du denn? Wie kann man nur so dumm sein? Tja, wieder sprachlos. Mach jetzt die scheiß Kamera aus! Ja, der triggert der Typ, der triggert so heftig. Ja, schön, viel Spaß mit deinem Drecksauto. Alter Scheiße! Alter Schwede! Digga! Oh mein Gott, das hat ja geklappt, so wie ich am Telefon gesagt habe. Mein Gott, ist das heftig. Oh mein Gott. Bruder. Heftig. Ist, oh Gott, ich muss das gleich... Oh Gott. Oh Gott.
Ja, ich höre ja schon auf. Beruhig du dich erstmal. Oh Gott, Freunde. Oh Gott. Ja, er geht jetzt denke weg. Ich mir bei dem Video er auch. Geht jetzt weg. Oh Gott, ich muss das gleich auflösen, Freunde. Ich muss das gleich auflösen. Alter Scheiße. Oh mein Gott, ist er ausgerastet. Oh mein Gott. Okay. Wenn er gleich wiederkommt, werde ich das auflösen. Dann geht das Video noch. Ja, hast du dich jetzt wieder beruhigt? Habe. Ja. Kannst du mal aufhören zu... Junge, das war nur ein Prank, als ob ich mir so ein Auto leasen würde. Warum drehst du denn direkt so durch? Das war ein Prank. Ja. Ich glaube, hätte er gesagt, Bruder, ich habe mir das Auto gekauft, ich habe dir für 100.000 Euro bezahlt, wäre er mit einem Messer auf ihn losgegangen. So wie er übertrieben hat. Warum machst du sowas? Yeah.